Bei widrigen äußeren Bedingungen, das heißt Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt und leichtem Regen, ist Sturm heute voller Elan in die Vorbereitung gestartet. Ich denke einfach, dass aufgrund des intensiven Herbstes die Zeit schon sehr, sehr gut dann hat, ein bisschen ruhiger mal zu Hause mit der Familie, mit den Freunden. Ich glaube auch, dass alle Spieler so gegangen ist, allen Betreuern. Aber ich habe schon gemerkt, dass bei vielen heute wieder das Funkeln in die Augen ist und dass jeder wieder froh ist, wenn er ja, auf die Kugel hauen kann. Ich glaube, dass jeder wieder gefreut hat, dass es losgeht. Hat man, glaube ich, auch gemerkt, war eine gute Einheit zum Reinkommen. Wir sind froh, dass es losgeht. Geht jetzt eh ziemlich zackig. Wir haben ein gutes Trainingslager danach. Wichtig ist, dass wir alle gesund bleiben, dass wir von Corona verschont bleiben und dann greifen wir im Frühjahr wieder voll an. Beim ersten Mannschaftstraining des Jahres ist auch Sturm-Neuerwerbung Luca Kronberger mit an Bord. Der U21-Teamspieler ist in der Winterpause von der Admira zu Sturm gewechselt. Das war auch mein Ziel, in so einem Kader zu spielen. Und da sich dann zu beweisen, glaube ich, ist noch einmal eine andere Hausnummer als die ich bis jetzt hatte. Aber ich glaube, dass man mit der Aufgabe wächst und darauf freue ich mich einfach. Nach seiner Meniskusoperation Mitte Oktober konnte heute erstmals auch Kapitän Stefan Hierländer wieder mit der Mannschaft trainieren. Lange Reise gewesen, zweieinhalb Monate, klingt jetzt im ersten Moment nicht so lang, aber es war schon eine lange Zeit. Jetzt bin ich froh, die Jungs wieder am Platz zu sehen, mit denen zu trainieren, das ist einmal ganz wichtig und positiv jetzt in die Zukunft zu schauen. Bis zum Frühjahrsauftakt am 12. Februar auswärts bei WSG Tirol plant Sturm zwei Trainingslager. Das erste vom 19. bis 29. Jänner in Lara in der Türkei, das zweite Anfang Februar in Slowenien. Für uns ist jetzt einmal wichtig, dass wir endgültig dann uns da in die Top 6 für die Top 6 qualifizieren. Das schaut schon mal sehr, sehr gut aus. Und dann gilt es eben in diesen vier verbleibenden Runden die Ausgangsposition für die Meistergruppe zu verbessern. Zurzeit liegen die Grazer 14 Punkte hinter Serienmeister Salzburg auf Rang 2.